Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, innerhalb der Vorlesungsreihe der Biologie sind wir bei Nummer 14 angelangt und wir beschäftigen uns weiterhin mit den Sinnesorganen. Und diesmal werden wir uns mit dem wahrscheinlich zweitwichtigsten Sinn, dem Hören, beschäftigen. Und damit unser Hauptorgan natürlich das Ohr. Wie gehen wir dabei vor? Zunächst klären wir, wie so oft, die Grundlagen, ehe wir dann zu den Arten der akustischen Wahrnehmung kommen. Hier unterteilt in die verschiedenen Hörorgane quasi unter 2.1 die Haarsinseln bzw. Hörhaare, unter 2.2 das Johnston-Organ, 2.3 das Tympanalorgan, 2.4 das Fischohr und als letztes 2.5 Ohren anderer Wirbeltiere sowie die unseren. So, fangen wir mit den Grundlagen an und wir müssen erstmal hierbei überdenken, was ist Hören eigentlich? Und ja, vereinfacht ausgedrückt, Hören ist die Aufnahme von Schallwellen, also Wellen, mit einer gewissen Frequenz. Wir verbinden das Hören natürlich in erster Linie mit unserem Ohr, ist ja unser Hörorgan. Allerdings ist das natürlich nur eine Variante der akustischen Wahrnehmung, die auch auditive Wahrnehmung genannt wird. Das Prinzip des Hörens beruht, wie ich schon angedeutet habe, darauf, dass Teilchen, die in einer gewissen Frequenz schwingen, andere Teilchen anstoßen und so ihre Bewegung übertragen. Diese schwingenden Teilchen erreichen dann irgendwann einen Rezeptor im Hörorgan, also in unserem Fall dem Ohr. Dieses Rezeptor tut die ankommende Schwingung in einen elektrischen Reiz umwandeln, je nachdem wie stark und intensiv das schwingt. Und dieser Reiz wird dann über Nervenbahnen in unser Gehirn transportiert und dort interpretiert. Umso höher die Frequenz eines Teilchens ist, desto höher und schriller ist der Ton. Und umgekehrt ist die Frequenz niedriger, dann haben wir tiefe, dumpfe Töne. Und bei der Frequenz handelt es sich halt um die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit. Die wird in Hertz angegeben, wobei ein Hertz eine Schwingung pro Sekunde bedeutet. Das heißt, bei 60 Hertz würde ein Teilchen 60 mal hoch und runter schwingen, quasi, wenn man sich das so vorstellen wollte, wie eine Sinuskurve, während eine Sekunde vergeht. Hier rechts abgebildet sehen wir eine Grafik, links ist angegeben die Dezibelanzahl, das ist eine bekannte Maßgröße für die Lautstärke. Man sagt, 100 Dezibel ist halt schon zum Beispiel Disco etc. Und unten auf der rechten, nach rechts gehenden Leiste, also quasi X-Leiste, ist die Frequenz in Kilohertz angegeben, also die Schwingungsanzahl pro Sekunde. Und wir sehen in der Mitte in dunkelgrau die Sprachwahrnehmbarkeit als geringsten für unseren Hörbereich. Die Musik können wir noch deutlich weiter wahrnehmen. Und wir schaffen es bis zu einer Dezibelanzahl von ungefähr 140 Dezibel Dinge zu hören. Das ist dann auch die Schmerzgrenze. Ab da fangen Schmerzen an und auch Schäden. Und alles, was außerhalb dieser schwarzen Linie ist, außerhalb der sogenannten Hörschwelle, können wir nicht mehr wahrnehmen. Und das ist zum Beispiel Infraschall oder Ultraschall. Den hören wir nicht mehr, aber er kann trotzdem noch Schaden verursachen, weil wenn natürlich eine hohe Schwingung zum Beispiel da ist, dann ist das auch eine hohe Form von Energie. Damit kommen wir zum eigentlichen Thema, den Arten der akustischen Wahrnehmung. Hierbei muss man erwähnen, dass sich während der Evolution bei den Wirbeltieren und bei einigen Insekten der Hörsinn entwickelt hat. Und das Richtungshören, also das Festlegen, aus welcher Richtung auch etwas kommt, das beruht auf zwei grundlegenden Prinzipien. Bei einem einzelnen Ohr kann mittels der richtungsbestimmenden Frequenzbänder wahrgenommen werden, ob ein Schall gedämpft ankommt und daher entgegen der Ohröffnung liegt, oder ob er ungedämpft ankommt und damit in Richtung der Ohröffnung liegt. Aufgrund der Laufzeitunterschiede bei zwei Ohren, das ist also die Differenz zwischen den Zeiten, wie lange eine Schallwelle braucht, um bei einem Ohr anzukommen und bei einem anderen, kann die Richtung bestimmt werden. Ist auch ganz klar, wenn das rechte Ohr einen Schall wahrnimmt und das linke erst, sagen wir, 2 Sekunden später, dann muss ja die Schallquelle rechts von uns liegen, weil der Weg zum linken Ohr weiter war. Jede Bewegung geht mit Geräuschen einher. Das reicht schon von Verdrängung von Luft, wie das Summen bei Fliegen, oder Reibung von Untergrund, zum Beispiel Rascheln von Blättern.
Und damit stellt das Hören eine evolutive Verbesserung dar, denn man hat jetzt einen zusätzlichen Sinn entwickelt, um eventuelle Beute, die man wollte, oder einen Räuber, der sich näherte, wahrzunehmen und zu vermeiden. Die primitivste Variante davon sind die sogenannten Haarsensillen, die Hörhaare. Und die kommen bei verschiedenen Insektengruppen vor und dienen der Aufnahme von Luft- und Bodenschall. Wie funktioniert das? Naja, erstmal muss man sagen, da sind meist verlängerte Haare, die sehr leicht beweglich sind und sich in der Regel an den Beinen befinden. Und durch schnell schwingende Teilchen, also quasi Schall, fangen diese Haare natürlich dann auch an zu schwingen. Und diese Bewegung reizt an der Haarwurzel liegende Nervenzellen, welche daraufhin ein elektrisches Signal an das Nervenzentrum senden, sodass ein Geräusch oder eine Vibration wahrgenommen werden kann. Eine andere Form des Hörens wird durch das Johnston-Organ ermöglicht. Das kommt bei allen Insekten vor, welche über eine Geißelantenne verfügen, sehen wir hier auch rechts abgebildet. Und es befindet sich immer im zweiten Antennenglied. Ich habe das hier mal rot markiert bei den verschiedenen Antennen. Da befindet sich es immer. Man zählt die Glieder nebenbei vom Kopf vorwärts. Also das am nächsten am Kopf ist das erste, dann kommt das zweite. Ist auch hier mit FL1 und 2 jeweils gekennzeichnet. Diese verfügt über Skolopidien genannte Sinneszellen, welche die Schwingung der Geißelantenne wahrnehmen. Sind mir unten dargestellt, da ist halt die zweite Antenne und da in dem Glied ist das oder befindet sich das Skolopidium. Das dient bei fliegenden Insekten zudem der Orientierung während des Fliegens, da es durch den vorbeiziehenden Luftstrom zum Vibrieren angeregt wird und diesen Vibrationsreiz weiterleitet. Also wenn man quasi natürlich nach vorne fliegt und die Antenne nach links gerichtet ist, dann wird natürlich mehr Gegenwind sein, als wenn es halt in eine andere Richtung ist. Eine weitere Ausprägung ist das Tympanalorgan. Die kommen nur bei Insekten vor, die selbst Laute von sich geben. Hier mit blauen Kreisen gekennzeichnet, das sind hier die Tympanalorgane bei einer Heuschrecke, und zwar bei der punktierten Zartschrecke Leptophyus punctatissima. Und bei den Heuschreckenarten und Grillen liegen sie in den mittleren Beinabschnitten, die Tibien genannt werden, das heißt Singular tibius oder Tibia. Und zwar nur bei den Vorderbeinen. Bei Feldheuschrecken, Zikadellen und Schmetterlingen im Brust- oder Hinterleibssegment, den sogenannten Thorax bzw. Abdomen. Man muss sich das vorstellen, das ist eine Öffnung, die sich und zwischen in dieser Öffnung ist eine Hautmembran und auf dieser befinden sich die Skolopidien und diese ganze Apparatur wird dann Tympanum, also Trommelfell genannt. Das ist auch von Funktionsweise her ähnlich unseren Trommelfells. Das alles befindet sich auf einer Trachee und ist damit von Luft umgeben. Und damit kann das Tympanum sehr schnell in Schwingung gebracht werden, was natürlich die Skolopidien erregt. Und damit gleicht das Tympanum der Insekten unserem Tympanum, obwohl beide ganz verschieden entstanden sind. Eine weitere interessante Art des Hörens ist das Fischohr. Die liegen im Inneren, das sogenannte Innenohr, und verfügen im Gegensatz zu anderen Wirbeltieren über kein Trommelfell und auch über keine Gehörschnecke. Es fehlen also zwei typische Baumerkmale von Ohren moderner Lebewesen. Die Schwimmblase kann auch eine Nebenfunktion haben, indem sie als Schallverstärker fungiert. Ist ja nachvollziehbar, ist ja quasi ein luftgefüllter Sack. Hauptbestandteil sind die sogenannten Hörsteine, die Otoliten genannt werden. Hier sind sie auch rechts abgebildet. Und dieser dient der Aufnahme der Schallwellen. Und genau wie bei anderen Wirbeltieren dienen sie zugleich allerdings auch als Gleichgewichtsorgan. Bei Otoliten handelt es sich um kleine flache Steinchen, woher der Name auch kommt, weil Litus bezeichnet in der Regel immer irgendeine Art Stein, die sich im Labyrinth des Ohrs befinden und aus Calciumcarbonat und Otolin bestehen. Fische haben ein bis drei Otoliten, welche je nach Lage als Sagitta, Asteriskus und Lapillus bezeichnet werden, also quasi für Länge, Breite und Höhe, wenn wir so wollten.
Und sie funktionieren eigentlich ziemlich ähnlich wie die Hörhaare. Schallwellen treffen natürlich auf das Fischskelett. Das fängt dadurch an zu vibrieren. Und zum Skelett gehört auch das Innenohr, das zum großen Teil aus dem Labyrinth besteht. Und in diesem finden sich ja die Otoliten. Und das Labyrinth fängt nun an zu schwingen. Und da die Otoliten sich darauf befinden, überträgt sich die Schwingung auf diese. Die Otoliten, auf denen befinden sich die Sinnesherrschen, die fangen also dadurch schon auch an zu schwingen, werden erregt und es wird ein elektrischer Reiz fabriziert, der an das Gehirn weitergeleitet wird. Der genaue Hörvorgang bei Fischen ist allerdings noch ungeklärt und umstritten. Sicher ist allerdings, dass das Hören durch ein Seitenlinienorgan, falls vorhanden, haben ja nicht alle, unterstützt wird. Die Ohren anderer Wirbeltiere wie Vögel und Säuger sind hingegen sehr komplex. Bei Vögeln und Säugern sind die Ohren als äußeres Organ vorhanden, in dem sich das Trommelfell befindet. Bei Reptilien und Amphibien befindet sich das Trommelfell an der Außenseite des Kopfes, wo ein äußeres Ohr nicht nötig ist. Manche Salamander bilden hier eine Ausnahme, da sie mit Brustkorb und Lungen hören, also quasi einen eigenen Schallkomplex haben. Spezialisten der auditiven Wahrnehmung, also welche, die das wirklich sehr gut können, sind Fledermäuse und Delfine. Die haben das so weit entwickelt, dass sie Sachen orten können, und zwar indem sie selbst Ultraschallwellen ausstoßen. Die werden dann irgendwo reflektiert, wenn sie auf ein Hindernis treffen, und der Schall prallt dann zurück, und das kann dann ein Abbild der Umwelt erschaffen, weil quasi von den Sinneszellen gemessen wird, wie lange es dauert zwischen Abstoßung der Schallwelle und wieder Ankommen der Ultraschallwelle. Und diese zeitliche Differenz lässt einschätzen, wie weit die Entfernung ist und natürlich auch, wie die Struktur beschaffen ist. Es ist quasi eine Art Sehen durch Schallwellen. Also, wenn man so wollte, das Hören in Form von Sehen weiterentwickelt. Wir müssen uns jetzt allerdings mit dem Aufbau erstmal befassen, ehe wir es verstehen können. Unser Außenohr besteht aus Ohrläppchen, Ohrmuscheln und dem äußeren Gehörgang. Das ist das, was jeder eigentlich jeden Tag sehen kann. Und was auch jedem aufgefallen ist schon mal ist, dass unsere Ohrmuschel, also quasi das, was wir auf unserem Außenohr sehen, überaus strukturiert aufgebaut ist, also sehr viele Falten hat, sehr viele Kurven hat. Und diese dienen nicht nur dazu, den Schall gut aufzufangen, sondern auch dessen Richtung aufgrund der Reflexion zu bestimmen. Also unser Ohraufbau, unser vielleicht auf den ersten Blick seltsam gebautes Ohr, hat durchaus einen Sinn. Der Schall wird dann durch den äußeren Gehörgang geleitet und erreicht unser Trommelfell. Und dieses stellt quasi die Grenze zwischen dem Außen- und dem Mittelohr dar, wird Paukenhöhle auch genannt. Im Gehörgang haben wir dann auch Schmalzdrüsen. Diese produzieren das uns bekannte Ohrenschmalz. Und viele, die sich schon mal gefragt haben, wozu dient dieses gelbliche Zeug eigentlich? Ja, das dient einfach dazu, das Trommelfell zu schmieren und Schmutz zu binden. Wir können uns das Trommelfell tatsächlich wie eine Art Pergament bei einer Trommel vorstellen. Und ja, wenn es natürlich dauernder Belastung ausgesetzt ist, muss es auch ein bisschen gepflegt werden, damit es nicht reißt. Und sauber gemacht werden muss es halt auch ab und an mal. Und dazu dient halt unser Ohrenschmalz. Nun ja, der Schall ist jetzt also auf unser Ohr getroffen. Es wurde in den äußeren Gehörgang geleitet und ist auf das Trommelfell getroffen. Und dieses fängt dadurch jetzt natürlich an zu schwingen. Und diese Schwingungen werden übertragen auf unsere sogenannten Gehörknöchelchen. Das sind Hammer, Amboss und Steigbügel. Und diese dienen eigentlich dazu, den Schall zu verstärken. Das passiert, indem der Hammer, der hat ein Gelenk und durch die Schallwellen klappt das Gelenk um, sodass der Hammer mittels einer Hebelwirkung, also einer Verstärkung, auf den Amboss trifft und damit den Schall verstärkt. Das ist wirklich vorzustellen, da kommt eine kleine Kraft an, ein Hämmerchen verstärkt diese und haut auf einen Amboss und dadurch wird es lauter. Dann haben wir den Steigbügel. Der tut den Schall direkt an das ovale Fenster bzw. innere Trommelfell weiterleiten. Und dieses ist deutlich kleiner als das äußere.
Und damit kommt es halt erneut zu einer Schallverstärkung. Wir befinden uns jetzt im Innenohr. Das besteht großteils aus dem Labyrinth, das aus der Gehörschnecke, dem Gleichschwitzorgan und seinen Bogengängen besteht. Und diese dreidimensionale Anordnung der Bogengänge, wir sehen das hier in der Darstellung, wir haben quasi wieder Länge, Breite, Höhe. Diese Anordnung der Bogengänge im Gleichschwitzorgan ermöglicht eine sehr genaue Abschätzung der räumlichen Position. Wie funktioniert das? Wir müssen uns vorstellen, diese Gehörschnecke ist mit zwei parallelen Flüssigkeitssystemen gefüllt, der sogenannten Perilymphe und der Endolymphe. Und auf diese wird der Schall übertragen. Und in diese Lymphflüssigkeiten ragen Sinnesherrchen hinein. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir uns bewegen, dann bewegt sich natürlich auch die Flüssigkeit an der Stelle. Und die Sinnesherrchen werden, je nachdem, wo sich die Flüssigkeit hinbewegt, ebenfalls bewegt. Wir können uns vorstellen, bei der jetzt dreidimensionalen Anordnung, wenn wir unseren Kopf zum Beispiel nach links Richtung Schulter neigen, dann wird sich also das gesamte, dieses gesamte Apparatur auch natürlich um 90 Grad neigen. Das heißt, der Bogengang, der jetzt hier in dieser Darstellung nach oben geht, wird natürlich eine Bewegung erfahren. Der eher horizontal ausgerichtet ist, ein bisschen weniger, aber der senkrecht ausgerichtete wiederum auch sehr stark. Nun, die Bewegung dieser Sinnesherrchen durch die Flüssigkeit führt zu elektrischen Reiz und diese werden durch Synapsen weitergeleitet, die sich am unteren Ende befinden und damit erreichen die Reize dann über die Nervenbahn das Gehirn und werden dort interpretiert. Okay, das war die Theorie. Machen wir mal ein paar Übungen dazu. Wie immer bitte ich euch darum, das Video an dieser Stelle zu pausieren, euch Papier und Stift zu nehmen und versuchen, die Aufgaben zu lösen, weil aus Interesse hören ist was Schönes, ist was Gutes, man lernt was. Aber rein durchs Hören und Lesen, der Lerneffekt ist halt so, dass man nur im Ultra-Kurzzeitgedächtnis erstmal landet. Wenn es einen interessiert hat, sind wir dann wenigstens schon mal im Kurzzeitgedächtnis. Aber erst durch die Elaboration, also das Wiederholen, das Festigen, das Anwenden, erst dadurch wird es erst unser Mittel- oder Langzeitgedächtnis befördert. Das ist nebenbei Thema einer anderen Vorlesung, da kommen wir auch irgendwann zu. Aber worum es geht, wenn man das behalten möchte, muss man es halt wirklich anwenden. Daher hier wieder einmal ein paar Übungen. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg und springe schon mal zur Lösung. Okay, kommen wir zur Lösung. Aufgabe 1 lautete: Beschreibe den allgemeinen Vorgang des Hörens, gehe dabei darauf ein, welche Art von Reiz eigentlich wahrgenommen wird. Okay, ich habe das jetzt so formuliert: Hören basiert darauf, dass Teilchen bei Bewegung aller Art in Schwingungen versetzt werden und diese Schwingungen auf angrenzende Teilchen übertragen. Diese Teilchen übertragen die Schwingungen auf Gehörorgane, welche die Stärke und Frequenz der Schwingung wahrnehmen können und entsprechende elektrische Reize an das Nervenzentrum Gehirn weiterleiten, wo diese ausgewertet werden können. Zweitens, erläutere folgende biologische Begriffe. A, das war das Tympanum, das ist ja quasi das Fachwort für Trommelfell, und das ist eine dünne Membran, welche leicht zum Schwingen gebracht werden kann und so aufgenommenen Schall gut weiterleitet. B, Scolopidium, das ist eine Sinneszelle zur Wahrnehmung von Schall in Form von Schwingungen. C, Labyrinth. Ja, das ist quasi ein Bauteil, beinhaltet die Gehörschnecke und das Gleichschwitzorgan. D, Otolith, Fachwort für Hörsteinchen. Und wir erinnern uns ans Fischohr oder hauptsächlich dort, wo ich es behandelt habe. Dies tut Schall an Sinneshaare weiterleiten und dient auch dem Gleichgewichtssinn. Und E, Ortung. Ja, das ist quasi eine Fähigkeit, und zwar das Absondern und Empfangen von Ultraschallwellen zur räumlichen Orientierung. Drittens, beschreibe den Aufbau des menschlichen Ohrs und erläutere anhand dessen die auditive Wahrnehmung des Menschen. Sehr komplexe Aufgabe, ich weiß. Ich versuchte es kurz zu fassen. Außenohr besteht aus Ohrläppchen, Ohrmuschel, äußerer Gehörgang. Ihr seht, eigentlich ist das quasi die Folie, die ich nochmal vorlese, kurvenreiche Aufbau der Ohrmuschel, die nicht nur zum Zweck der Schall aufzufangen, sondern auch dessen Richtung aufgrund der Reflexion zu bestimmen. Wichtig ist natürlich, die blau markierten Sachen sollten hier auf jeden Fall irgendwo auftauchen und
einigermaßen erklärt werden. Der Schall wird durch äußeren Gehörgang geleitet und erreicht das Trommelfell. Das ist die Grenze zwischen Außen- und Mittelohr, wird Paukenhöhle genannt. Im Gehörgang befinden sich Schmalzdrüsen, welche Ohrenschmalz produzieren, welches das Trommelfell schmiert und Schmutz bindet. Das Trommelfell beginnt durch den Schall zu schwingen und überträgt diese Schwingung auf die Gehörknöchelchen, die Hammer, Amboss und Steigbügel genannt werden. Dabei tritt eine Verstärkung des Schalls dadurch auf, dass der Hammer mit seinem Gelenk umklappt, auf den Amboss trifft und so den Schall verstärkt. Eine weitere Verstärkung kommt durch den Steigbügel zum Tragen, welcher den Schall direkt an das ovale Fenster bzw. innere Trommelfell weiterleitet. Dieses ist deutlich kleiner als das äußere und damit kommt es erneut zu einer Schallverstärkung. Das Innenohr besteht großteils aus dem Labyrinth, welches die Gehörschnecke und das Gleichgewichtsorgan mit seinen Bogengängen umfasst und dessen dreidimensionale Anordnung der Bogengänge im Gleichgewichtsorgan ermöglicht eine genaue Abschätzung der räumlichen Position. Die Gehörschnecke ist mit zwei parallelen Flüssigkeitssystemen der Peri- und Endolymphe gefüllt, auf welche der Schall übertragen wird. In diesen befinden sich Sinneshärchen, die sich ebenso bewegen, wie die Flüssigkeit sich bewegt, was natürlich einen Reiz auslöst, welcher mittels einer Synapse, die sich am unteren Ende befindet, bis zum Gehirn weitergeleitet wird, wo dann die entsprechenden Bewegungen ausgewertet werden und interpretiert werden. Okay, damit sind wir am Ende der Vorlesung. Ich hoffe wieder, es war für euch sehr interessant. Man kann ja nie genug lernen. Ich verabschiede mich in einen schönen Tag, schönes Wochenende, je nachdem, was ansteht, wann ihr das Video seht. Gute Bewertung würde mir helfen. Einen Daumen nach oben auch, weil wir wissen ja, dass YouTube genau danach filtert. Und ja, je mehr gute Bewertungen ich habe und Daumen nach oben, desto mehr Zeit werde ich auch in Zukunft finden, dieses Video zu machen. Das macht mir nämlich alles sehr viel Spaß, aber ich kann es natürlich aktuell nur nebenberuflich machen. Und ja, mit entsprechend hohen Abonnentenanzahlen, Klicks und Monetarisierung werde ich vielleicht dazu übergehen können, irgendwann mal in einigen Jahren das hauptberuflich zu machen. Und dann werde ich natürlich mehr als nur ein Video pro Woche oder so reinstellen. Dann werden es bestimmt 3 oder so werden, je nachdem, wie es die Zeit erlaubt. Okay, so viel aber dazu. Für jeden, der mich unterstützt, sehr lieben Dank. Für jeden, der mich kritisiert und das konstruktiv macht, egal ob negativ oder positiv, auch vielen Dank. Niemand lernt aus. Und ja, tschüss.